Ein weiteres Wort, das wir akzeptieren wollen, wenn ich schreiben könnte, nicht ein Wort, was wir nicht akzeptieren wollen, sondern was wir durch den Automaten durchschicken wollen, ist dieses hier. Und da können wir auch genau wie eben vorgehen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Vielleicht mache ich erstmal nur den Automaten A1. Von S0 aus komme ich mit einem B zum Zustand S1. Von dort aus mit einem A zum Zustand S3. S3 ist der Fehlerzustand. Jetzt bleibe ich also die ganze Zeit in S3. Und beim zweiten Zustand ist es so, dass wir mit Q0 starten. Dann kommt ein B. Das bringt uns zu Q1. Dann kommt ein A. Das bringt uns zu Q0. Dann kommt ein B. Das bringt uns wieder zu Q1. Dann kommt ein A. Das bringt uns wieder zu Q0. Und dann kommt noch ein B. Das bringt uns wieder zu Q1. In diesem Fall sind wir sowohl hier als auch hier am Ende bei Zuständen aufgelaufen, die nicht akzeptieren. Was ja auch das ist, was wir erwartet haben. Denn das ist weder ein Wort, was mit zwei Bs anfängt, noch ein Wort, das mit zwei Bs aufhört. Also kann es weder von A1 noch von A2 akzeptiert werden. Zum Beispiel BAABB. BAABB. Das hört mit zwei Bs auf, fängt aber nicht mit zwei Bs an. Im ersten Automaten hätten wir S0 geht über in S1. S1 geht von dem A über in S3 und dann sind wir wieder in unserem Fehlerzustand, wo wir nicht mehr rauskommen. Hier steht also immer S3. Und im anderen Automaten würden wir durch das B von Q0 auf Q1 gebracht werden. Das A bringt uns wieder nach Q0. Das A sorgt dafür, dass wir in Q0 bleiben. Dann kommt ein B, was uns nach Q1 bringt. Und dann kommt das ein weiteres B, was uns nach Q2 bringt, sodass wir hier im Endeffekt Akzeptanz haben. Warum haben wir das alles gemacht? Was bringt uns das? Die Idee war ja die ganze Zeit, das habe ich am Anfang gesagt, dass wir die beiden Automaten gemeinsam durchlaufen. Was wir uns gerne vorstellen würden, ist, dass wir sowas wie einen kombinierten Automaten durchlaufen. Dieser kombinierte Automat durchläuft immer Zustände, die Kombinationen aus den beiden Zuständen darüber sind. Also dieser kombinierte Automat startet im Zustand S0, Q0, ich schreibe das mal so hin als so ein Paar, und geht dann über, dadurch, dass er ein B bekommt, in den Zustand S1, Q1. Und dann bekommt er ein A und geht dadurch über in den Zustand S3, Q0. Und so weiter. Und am Ende landen wir im Zustand S3, Q2. Also da war jetzt bisher überhaupt nichts Geheimnisvolles dran. Ich habe einfach immer die beiden Werte, die hier untereinander standen, genommen und habe sie nebeneinander geschrieben. Ich habe im Geiste aus diesen beiden einzelnen Zuständen, die ich ja parallel durchlaufen wollte, einen gemeinsamen Zustand gemacht und habe die einfach verbunden durch Klammern und Kommata, damit es hübsch aussieht. Sie können sich das aber auch tatsächlich bildlich vorstellen. Ich male Ihnen das mal hin. Und dann werden wir das nächste Mal uns weiter mit dieser Sache beschäftigen. Wir können uns nämlich überlegen, welche Kombinationen kann ich denn überhaupt bilden aus den Zuständen des ersten Automaten, der hat 4, und den des zweiten, der hat 3. Theoretisch kann ich daraus 4 mal 3, also 12 Möglichkeiten machen. Ich habe trotzdem hier gar nicht 12 Kügelchen hingemalt. Wir werden nachher sehen, dass wir so viele nicht brauchen. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, haben wir ja schon gesehen, ist erstmal was, mit dem wir anfangen würden. Also S0, Q0 zum Beispiel. Das ist ein Zustand, den wir sicherlich brauchen. Dann haben wir da oben auch schon gesehen, S1, Q1 ist ein Zustand, der auch ganz praktisch wäre. Und wir haben auch schon gesehen, wie man da hinkommt. Wenn ich ein B habe, dann komme ich von S0, Q0 nach S1, Q1. Und wenn ich von S0, Q0 ein A einfüttern würde, was würde dann passieren? Da muss ich mal ein bisschen zurückscrollen und muss gucken, von S0 aus mit einem A komme ich nach S3, von Q0 aus mit einem A
komme ich zu Q0. Insgesamt also zu S3 Q0. Wenn ich also hier ein A eingebe, dann komme ich zum Zustand S3 Q0. Und so kann man sich jetzt weiter überlegen, was da wohl passiert. Also das ist eine Methode, wie man einen Automaten kombinieren kann aus zwei Automaten, die man schon hat, indem man im Geiste immer alles parallel ablaufen lässt. Also jeden Buchstaben sowohl in den einen als auch in den anderen Automaten reinfüttert, eine Tabelle mitführt und aus dieser Tabelle immer so Paare aus zwei Zuständen macht. Diese Art des Kombinierens werden wir uns in der nächsten Stunde genauer anschauen, um zu sehen, was dann dabei für Sprachen rauskommt.